Danke, Toki. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist so groß. Beim Bahnpersonal, der Hanse, sind so viele Leute durch Verstrahlung gestorben. Aber Moskau war nichts im Vergleich zu der Dosis, die sie hier abbekommen werden. Ach, die scheren sich nicht um Risiken. Du kennst sie doch. Erzähl mir von dem Museum. Wann hast du davon erfahren? Ah, ich war schon immer ein Eisenbahnfan. Selbst als ich in der Metro arbeitete. Nach Moskau hatten wir diese experimentelle Einrichtung, wo alle möglichen Eisenbahnsachen ausprobiert wurden. Viele Loks und Waggons endeten dort. Also beschlossen sie, ein Museum daraus zu machen. Die einzig gute Stelle dafür fand sich aber in Novosibirsk. Wow, nicht wirklich in der Nähe. Ja, ganz und gar nicht. Aber trotzdem kam alles dorthin, einschließlich der ungewöhnlichsten Loks aus dem ganzen Land. So etwa 15 Jahre vor dem Krieg wurde das Museum eröffnet. Ich verstehe. Aber warum bist du so sicher, dass sich dort ein Schneepflug findet? Ich weiß es, weil ich ihn von Moskau dorthin gebracht habe. Ein prächtiges Exemplar. Wird dir bestimmt gefallen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Tja, ich muss gehen. Tokarev könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das könnte sein. Ich denke trotzdem, dass wir uns die Satellitenzentrale ansehen sollten, wenn wir schon dabei sind. Wo? Wie? Auf dem Foto ist ein ganzer Bereich unkenntlich. Und sieh dir die Position an. Klar, Akadem Godorok ist eher ungünstig, aber nicht zu gefährlich, wenn wir dort keine Zeit vergeuden. Dieser Bereich allerdings... Siehst du? Klar, es ist nicht das Stadtzentrum, aber dort finden wir allenfalls unser vorzeitiges Ende. Das werden wir noch sehen. Da gibt es nichts zu sehen. Meinst du, der Oberst hat uns dorthin geschickt, weil er das vergessen hat? Natürlich nicht. Das verstehe ich ja. Ich bin ja nicht blöd. Worüber sprechen wir denn dann? Der Oberst hat gesagt, die Diskussion ist beendet. Sie haben bereits alles mit Artyom beschlossen. Und das müssen wir respektieren. Und wir müssen daran glauben, dass alles klappt. Weil wir wer sind? Spartaner. Genau. Lass uns also damit aufhören und die Route zum Labor planen. Schon gut. Hör mal, ich glaube, wir könnten den gefährlichsten Bereich meiden, wenn wir diesen Weg nehmen. Okay, die Stimmung ist wirklich bombig im Moment. Die beiden diskutieren nur mal die Strecke. Wir schauen mal raus. Wow. Die Gegend sieht echt nicht gerade einladend aus. Hey Mann, was läuft? Ich wollte nur sagen, ich habe 20 Jahre mit euch verbracht. Wir haben den Planeten fast niedergebrannt, weil wir uns gegenseitig umbringen wollten. Wir sollten eigentlich Feinde sein, oder? Aber, weißt du, als der Oberst mich aus der Menge holte, als Frauen und Kinder mich verprügelten, hatte ich Angst. Ich konnte meine Hand nicht erheben, auch wenn ich sicherlich stark genug war. Ich bin kein Tier. Danke, dass du an die armen Seelen in den toten Ländern gedacht hast. Ich glaube nicht an Gott, aber wenn es hätte er das nie zugelassen. Ich würde gern weiterhin daran glauben, dass es das Leben irgendwann wieder gut mit ihm hat. Viel Glück. Sehr nachdenkliche Stimmung im Moment. Sehr.
nachdenklich. Na, sorry, hier kommen wir ja nicht rein. Das vergesse ich immer wieder. Dann schauen wir nochmal nach hinten. Wir sollten noch unsere Ausrüstung auf Vordermann bringen, bevor es losgeht. Das Medikament heißt Renergan F. Und sie war sehr begeistert davon. Und im Gegensatz zu mir war sie eine echte Ärztin. Glaub mir, Katja, deine Mutter wäre stolz auf dich. Vielen Dank, Aljoscha. Ich hoffe, das hilft. Aber Annas Fall scheint extrem ungünstig zu sein. Die Wirkung des Gases von der Wolke hat bereits nachgelassen. Es hat aber gereicht, um einen destruktiven Prozess in Gang zu setzen. Meine Hoffnung auf die frische Luft des Tals war natürlich naiv. Denn am Ende muss selbst das Tal... Ja, Luft, Wasser und der Wald. Alles ist da. Aber wohl nicht lange, befürchte ich. Schade, denn die Leute dort waren eigentlich ganz nett. Wir hatten einige Gemeinsamkeiten. Ist er dann wirklich so gefährdet? Ja, ist er. Doch selbst wenn er noch ein paar Jahre halten würde, ist ein Drittel des Tals mit Strahlen verseucht. Der Fallout hat sich über die Jahre am Boden des Stausees angesammelt und sickert jetzt durch. Und wenn der Damm bricht... Ich hoffe, sie hört. Sie hören auf mich. Liebst du sie? Ja. Wenn es Schicksal ist, wirst du sie wiedersehen. Definitiv. Naja. Hoffentlich. Ich sehe mal nach Anna. Klar, bestell dir einen Gruß von mir. Ach, Aljoscha. Was, Katja schläft. Ah, Artyom. Du weißt, dass das unfair ist. Der Oberst und du schnappt euch den spannenden Einsatz und wir kriegen nur den langweiligen. Der alte Dieb. Alle zusammen hätten wir spätestens in einer halben Stunde gefunden, was wir suchen, während ihr beide alleine eine Ewigkeit brauchen werdet. Naja, wir erledigen unser Ding in Akadem Gorodok und kommen euch dann zur Hilfe. Andererseits, ich wette, du findest eine Möglichkeit, das langweilig zu gestalten. Wie an der Brücke. Die Ziele standen aufgereiht wie an der Schießbude. Aber nein, du musstest diese Schwachköpfe verschonen. Solltest du jedenfalls da draußen Hilfe brauchen, dann sag einfach Bescheid. Irgendwie kriegen wir von den Leuten positives Feedback. Sam hat sich bedankt, dass wir an die Leute gedacht haben. Er sagt, dass wir die Leute verschont haben. Aber Anna sieht halt wirklich nicht gut aus. Okay. Wie sieht's aus? Artyom, ich habe die Geschichte noch niemandem erzählt. Aber ich möchte, dass du sie erfährst. Weißt du, ich hatte diese Pistole von Tokarev. Ein narrensicheres Ding, das mich nur einmal enttäuscht hat. Es war eine großartige Waffe, voller Schusskraft, durchschlug jede Körperrüstung, in der man sich bewegen kann. Aber sie hatte nur 8 Schuss. Und die haben einfach nicht gereicht. Ich traf auf ein paar Banditen, die eine Familie quälten. Und da konnte ich einfach nicht... Also zog ich ab. Ich erwischte alle, bis auf einen. Und dieser Mistkerl traf mich ganz übel. Als die Leute vom Orden eintrafen, war ich schon halb tot. Hielt sie für Engel. Wie auch immer, ich will dir sagen, warum ich das erzähle. Heute sind wir mehr Leute, als ich damals Kugeln hatte. Daher bin ich sicher. Was auch immer die Welt auf uns loslässt, wir werden dagegen ankommen. Ein Wort in Gottes Ohr. Okay.
Gut. Auf der 1. Warte mal, auf der 2 hätte ich gerne die Sturmgewehr, nein. Die Kalasch, Trommelschrotflinte, das ist sie doch, oder? Primitive stellt seine starke Zufriedenswaffe da, die im Nahkampf glänzt. Nee, oder? Nee, passt schon. Die Taumler mit dem schweren Griff. Ja. Lass mal schauen. Langer Lauf. Ist okay. Rotpunkt. Große Trommel. Da brauchen wir nichts. Okay. Dann auf der 1. Ist ja egal. Nee. Das passt. Hier haben wir Armbrust-Druckluftsystem. Dieses Druckluftsystem beschleunigt den Ladevorgang bei der Armbrust. Die Schussfolge wird dadurch merklich erhöht. Aber auf Kosten des Schadens. Nein, die Armbrust passt mir so, wie sie ist. Großes Magazin kostet Stabilität für 8 Schuss. Nein, die bleibt, wie sie ist. Hier haben wir die Schrotti-Schrottmann. Und hier... Gewehr mit orientierter Waffenschmiede, die Bulldog, Sturmgewehr. Lass mal gucken. Will ich wirklich die Kalasch als Scharfschützengewehr aufbauen? Ich denke doch eher nicht. Lass mal schauen. Schwerlauf. Nee, das ist ein guter Kompromiss. Fünf Patronen reichen, Zubehör brauche ich keins. Aber eigentlich, ja egal, muss so passen. Die ist in gutem Zustand und hier sind wir voll. Passt. Bolzen. Passt. Gut. Habe ich, glaube ich, soweit alles hergestellt, was wir herstellen können. Dann gucken wir nochmal nach ganz hinten. Ey, alter Freund. Eine rauchen? Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich dir schon davon erzählt habe. Ich meine, von den netten Menschen, die ich treffen wollte. Und dass je weiter ich ging, umso weniger Menschen gut waren. Ja, so sehe ich das jetzt, Bruder. Ich hatte einfach kein Glück. Aber jetzt habe ich dich und die anderen hier getroffen. Und mit so vielen guten Menschen auf einem Haufen habe ich wohl den Jackpot geknackt. Nehmen wir mal Duke. Er prallt immer damit, wie er die Feinde abknallen will. Als ihr zwei aber an der Brücke wart, hat er weder die Kultisten noch Silantius getötet. Ich hätte das ohne nachzudenken getan. Was sagt mir das also über ihn? Dass er ein guter Mensch ist. Tja. Oder Damir. Seine Heimat zu besuchen war sein Traum. Als wir dort waren, lernte er ein nettes Mädchen kennen. Wir erledigten diesen Baron. Was will man mehr? Einfach das Mädchen heiraten, sich irgendwo niederlassen und dort ein schönes Leben führen.
Aber nein, Damir blieb in der Wüste, um für die Freiheit seiner Leute zu kämpfen. So ein toller Kerl ist er. Ayosha auch. Ich dachte, er sei irgendwie ziellos. Aber er hat die Liebe seines Lebens gefunden. Stell dir das mal vor. Und ist er bei ihr geblieben? Nein. Er sorgt sich so sehr um dich und Anna, dass er das Mädchen verlässt und mit uns kommt. Nach Sibirien. Es wird eine Weile dauern, bis er seine Olga wieder sieht. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Bruder, wenn du und der Oberst solche Leute um euch habt, bedeutet das, dass ihr etwas richtig macht. Und dass wir alles schaffen können. Alles, nicht wahr? Dann wieder positives Feedback, oder? Tja. Okay. Na gut, Annas Zustand macht mir Sorgen. Und zwar mächtige Sorgen. Das Einzige, was mich etwas beruhigt oder was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir eigentlich von allen jetzt positives Feedback gekriegt haben, mit denen wir so gesprochen haben. Naja, wird da nichts helfen. Ich würde sagen, auf nach Novosibirsk, oder? Auf geht's. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Das sind ja nette Aussichten. Und damit hätte ich gesagt, tauchen wir ein. Wir sind mit der Draisine unterwegs? Nein. Ah, aber es knistert so hübsch. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Hoffen wir es. Ich kann die gut und gerne... Sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Nö, ja. Eigentlich nicht. Aber ich nehme... Sie können auf uns zählen. Danke. Ich nehme an, das interessiert ihn nicht. Es wäre so richtig schön, aber so richtig schön ohne die Strahlung. Ah, oh, herrlich. Die Sage scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Guest, Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok.
Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch ab. Aljoscha. Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Ich werde mit Tokarev die Aurora bewachen.